Ey. Hör auf zu nerven. Oh nein. Passt. Wir brauchen viel mehr Leben. Okay. Ich nehme mir mit. Und wir haben Karten. Ja, Bombe. Was haben wir hier? Jo, passt. Dann gibt's auch noch Schaden hinterher. Aber das mit dem Einfrieren, das finde ich super. Oh ja. Oha. Wir machen die Dinger kaputt. Alter, schon wieder so ein großes Viech. Okay, diese Einfrier-Dinger sind sexy. Ich sag's euch, wie es ist. Das hilft ungemein. Na. Die frieren einfach alles ein, was in der Gegend hier rumschwirrt. Das ist eine gute Kombi. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten einen Weg gehen, ohne einmal zu kämpfen demnächst. Machen wir das. Wir sind bei ihr. Okay. Nach oben Design kaufen. Nein. Aber wir gehen hier lang. Und dann gehen wir nach oben. Pfade. Schön. Letzter Pfad haben wir jetzt auch. Das ist der Weg. Okay, passt. Dann gibt es den einen Anhänger. Hier werden wir kämpfen müssen wahrscheinlich. Das ist der einzige, den wir machen müssen. Jawohl, Alter. Diese Dinger hier, ne? Oh nein. Zwei von denen. Da. Nummer eins ist down. Nummer zwei ist down. Eben. Oh, schön. Haben wir gut gemacht. Du gehörst zu uns. Los, gern bis Lai. Passt schon. Werden immer ekliger, die Viecher. Oh, wir bekommen ein neues. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, zufällig. Das ist sehr gut. Ich mag zufällige Dinge. So muss es sein. Oh. Passt. Haben die den? Ja, wir haben ihn. Ah, nein, da hat die geheilt. Der Hayupai. Okay, wir haben zwei Wege. Okay, wir bekommen... Ja, wobei, wir haben schon... Aber Berührung des Wiedergängers ist auch nice. Komm, wir gönnen uns den hier. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen besser nochmal. Genau deswegen sind die so gut. Passt, gut. Okay, wir haben wieder zwei Wege. Also ehrlich gesagt, dieses Einfrieren wird uns, glaube ich, echt gut helfen. Okay, wir haben sehr viel Leben wieder. Ich gehe mal hier gucken, was haben wir hier?
Daneben. Ah, schön. Mit dem Einfrieren ist das krass. Ich hoffe nur, dass es genauso gut gegen den Endboss hilft, ne? Danke. Was haben wir? Eine Krone. Ja, nix eigentlich. Gut, los geht's. Wir gehen in den Kampf. Wir versuchen jetzt erstmal so viel Schaden wie möglich zu machen. Der bewegt sich relativ flotty. Passt. Ah. Alter. Ich sehe so wenig. Oh, wir wurden getroffen. Das ist mir neu. Oh, jetzt wurde er auf jeden Fall getroffen. Aber ich glaube, wir können ihn auch so besiegen gerade. Also, da hätte ich jetzt auch auf vollkommen Risiko gehen können. Das war gut. Bäm, bäm, bäm. Ciao. Ah ja. Wir bekommen ja noch was. Aha. Wir haben noch was bekommen. Schön. Und Shamura-Trophäe. Okay. Die Shamura-Trophäe haben wir noch bekommen. Das war's? Das war's. Passt. Okay, jetzt war ich natürlich ein bisschen überrascht, dass er so viel Schaden schon hatte. Aber klar, ne? Das war eine gute Mixtur. Shamura war schwach, nicht weiß. Seine Futterungsvermögen reichte nicht aus und so weiter. Es ist Zeit, um mich zu befreien. Du hast ebenso gut getragen, wie ich es selbst hätte tun können. Du hast 10 Anhänger geopfert, um den Kult zu stärken, um uns zu stärken. Nach Tod bewundern Gefäß, aber die Krone gehört mir und niemand ist ihrer würdig, niemand außer mir. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben, was meins ist, damit sich nach meinem Jahrtausend endlich wieder alle in meiner Herrlichkeit sonnen können. Das heißt, Tor, warte dich, beeil dich, es ist an der Zeit. Er will, dass wir uns für ihn opfern. I doubt it. Lamm, das einst im Namen des gefallenen Gottes geschlachtet wurde, bedenke dies. In wessen Namen schlachtest du nun selbst? Naja, in unserem? Moment, wir haben es geschafft. Uns geht's gut. Okay. Danke. Oh ja. Hab keine Ahnung, wie der Endkampf sein wird. Wir werden höchstwahrscheinlich gegen ihn kämpfen müssen. Kann ich mir nicht anders erklären. Oh, gib mir mal ein bisschen Power. Tada. Oh ja, sind einige aufgestiegen. So, können wir jemanden zurückholen? Achso, wir können ja noch gleich eine andere Sache machen. Können wir noch jemanden zurückholen? Jawollo. Wen haben wir denn so? Einen, also unseren, kann man nachher mal gucken. Stufe. Theantre. Komme zurück. Es wird Zeit. So, und jetzt können wir jemanden, nein. Dann sollen sie in Ruhe irgendwann gehen. Ja gut, dann können wir uns ja nochmal hochheilen, hochretten. Wenn wir versterben sollten. Wenn du das anstoßt auf einem Kreuzer, kannst du wieder weg werden und den Durchlauf fortsetzen, indem du einen Anhänger opferst. Genug haben wir ja. Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Wie ist denn der letzte wie ist der Fikre, glaube ich, ne? Ich werde den jetzt gleich mal suchen. Ich
wollte gerne wissen, wie alt er ist. Da hinten. Hi, Figre. Ich will mit dir schnacken. Nein. Bleib hier. 55. Tage ist er dabei, aber 66 ist er. Ich bin verwirrt. Ich meine nicht, dass mich das jetzt wirklich stört, aber der soll nicht gleich wieder alt werden, ne? Ich meine, der ist ja fresh dabei. Gut. Wir gönnen uns den hier. 10%. Passt. Ich gucke mal, ob wir... Nein! Oh, jetzt bin ich falsch. Abgebogen. Ich wollte nicht zu der Sporengrotte. Wollte dahin. Zu dem da. Haben wir schon die Möglichkeit? Kommen in einem Tag zurück. Ja, dann machen wir das mal. Ich muss aber währenddessen nochmal kurz ums Eck. Kann ich irgendwas machen? Ach, guck mal, es ist eh schon noch perfekt. Belege, brauchen wir irgendwas? Wollen wir irgendwas machen noch? Ich glaube nicht, ne? Wir haben eh nichts zum Reinlegen. Wir haben hier was zum Wegmachen. Dann gönnen uns das da. Ah, das ist schön, dass das immer alles so ist. Ja gut, dann lasse ich mal kurz die Zeit laufen. Ich bin mal kurz ums Eck von da. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jo, wir können hier jetzt neue göttliche Inspirationen wählen. Ach, gönnen wir uns mal den Propagandasprecher. Den Propaganda-Gandalf. Können Sie schneller arbeiten. Warte mal, dann machen wir das mal so. Können wir den Propaganda-Gandalf einfach mal hier hinflanken? Okay, das ist ein bisschen funny. Oh ja, gut, dass ich ein bisschen Platz gemacht habe. So. Schade, dass ich hier nicht zu viel Platz habe. Ist aber auch okay. Passt. Mach die mal fertig. Einfach nur, weil es geht. Nicht mehr, nicht weniger. So. Dann gehe ich Edzardle in der Predigt jemanden holen. So. Ja, also. Huch, das ging ja schnell, dass ich hier doppelt auf die Predigt gedrückt. Okay, verstehe. Okay, wir haben ein paar Level up, das ist ziemlich gut. Rituale. Ich kann niemanden wiederholen, ich kann Leute opfern. Ja, ne, dann würde ich gar nichts nehmen, passt schon. Oder wobei, doch, wir können vielleicht Leute zu... Ach, egal. Wir sind eh am Ende des Spiels, also... Da motiviert mich das auch nicht mehr so extrem. Passt. Tschüss, Gen. Macht da die Propaganda-Gandalfs noch rein. Ich schmeiß mir ein paar Leute rein. So, auf nächste Kreuzzug da. Ja. Also gucken wir mal. Komisch, das geht trotzdem. Okay. Und ich hole mir jemanden. Ich starte mal mit mehr Herzen. So, geh mal rein. Fett. Und das Tor geht auf. Das Übel dieser Welt. Habe ich jetzt Bock drauf. Ab ins Heiligtum. Das Portal. Ja, können wir sogar durchführen. Perfekt. Tada. Und dann sind wir drinne. Oh, es ist hell. So, wir haben die Wahl zwischen Waffen.
Totenwächter von Nackerangriff. Aha. Neue Projektile. Tückische Hammer des Kriegstreibers. 17 macht er. Ich weiß nicht, wie er kämpft. Ich nehme mal den mit. Ich meine, am Ende des Tages ist es halt ein Boss, ne? Da ist er. Naja, gucken wir mal, was das jetzt wird. Gefäß, ich erbinde dich für meinen Dienst für die Rote Krone. Bring sie zurück zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet. Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit. Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß, und lege dein Leben zu meinen Füßen. Oha. Oha. Natürlich weigern wir uns. Oha. Du hast mich also betrogen, Lamm. Du hast dich von meiner Lehre abgewandt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Diese Krone gehört einer göttlichen Reliquie. Denkst du wirklich, du könntest dich dem Tod widersetzen? Meister, gestattest es mir. Ich werde diesem Wicht die Kostprobe deines Zorns geben. Baal. Aha. Hey, Kollege. Boah. Damit ist Baal vernichtet. Ich werde mich um die Bestie kümmern, Meister. Ich werde die Krone von seinem Kopf schlagen. Moin, Meister. Aua. Alter. Übertreib doch, Junge. Zwei Schläge weg. Du glaubst, du hättest gewonnen? Du glaubst, du wärst in Sicherheit? Vergiss nicht, du gehörst mir. So, nachdem ich dich abgeschlachtet haben werde, wird dein Schmerz nicht enden. Du kannst mir nicht entkommen, nicht einmal im Tod. Naja. Eure Göttlichkeit. Oh ja. Oha. Das ging. Dachtest du, ich wäre besiegt? Dachtest du, das wäre alles, was ein Wesen wie mich ausmacht? Warst du etwa der Ansicht, über einem Gott zu stehen? Huch. Was ist jetzt passiert? Oha. Da geht's Lichtlein an. Oh, moin, Meister. Du bist ja noch. Du bist verdammt, falsches Idol. Dein Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Gut. Wasch. Oha. No, okay. Du bist nicht nett, Allah. Okay, das sind Bodenkämpfer. Oha. Okay, der ist weg. Oha. Treffer. Wir wurden aber auch getroffen, traurigerweise. Danke. Da kommt was auf uns zu. Na gut. Also da waren einige der Götter echt schwerer gerade. Aber wie gesagt, vielleicht ist noch nicht das Ende. Was? Gönn dir. Oder der wird schwächer, je nachdem, wie wenige Leute du getötet hast. Du hast mich verdrängt, falsches Idol. Erbärmliches Gewäß, verdammtes Lamm. Nun, was soll es werden? Eine rachsüchtige Gottheit oder ein barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand. Du kannst deine abscheulichen Taten nicht länger auf mich schieben. Oh. Du bist schwach, ein erbärmliches Ding, Narr von einem Warte. Warte!
Da, du gehörst jetzt zu uns. Jetzt wirst du mir folgen. Sind das die... Ne, das sind nicht Verstorbenen. Der hat einfach 10 Leute ausgewählt, oder? Ich überlege gerade. Kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind alle noch am Leben. Als Gefäß wiedergeborenes Opfer steige ein weiteres Mal empor und nimm wahre Gestalt an. Nicht länger ein Diener, sondern ein Gott. Das Spiel, edler Jünger, bitte verbreite das gute Wort von nah und fern. Ja, super. Damit sind wir durch, meine Güte. Unspektakuläres Ende. Also, nee, das Ende war schön gemacht, aber der Gegner, da gab es schwierigere. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es daran hängt, zusammenhängt, wie viele du verlierst quasi von den Leuten. Von daher, okay. Es war okay. Das Spiel war wirklich okay. Also, es hat Spaß gemacht in vielen Ecken, wo dann halt Aufbau und so weiter da war, alles gut. Wo es mir halt ein bisschen gefehlt hat, das an die Hand nehmen, ne? Ein bisschen hat es mir gefehlt. Aber es ist ein skurriles Game, das muss man halt auch sagen. Es hat nichts bis... Es hat... du kannst einen endgültigen Todmodus aktivieren, wenn du ein neues Spiel beginnst. Nee. Es ist so ein... Wie soll ich sagen? Es hat nicht viel mit Religion zu tun, ne? Das muss man halt auch sagen. Also ja, es hat irgendwie... In entfernter Weise hat es was mit Religion zu tun, aber es erschöpft sich halt, ne? Muss man halt auch ehrlich sagen. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier zum Beispiel einer der... Wir haben jetzt noch den letzten. Zack. Und damit haben wir alle. Keine Ahnung, wird Koch, Alter. Es hat Spaß gemacht im Bauen, es hat Spaß gemacht auch in den Leveln, es hat mich ein bisschen an Moonlighter erinnert, aber man muss zugeben, Moonlighter war ein bisschen cooler, weil hier wurde von dir ja eigentlich erwartet, dass du beispielsweise in ein späteres Level schon vorher einsteigst, was für mich halt keinen Sinn ergibt, weil ich mache ja eigentlich Level nach Level und zum Beispiel hier, um diese Wolle zu finden, damit du so, sag ich mal, im dritten Abschnitt schon... keine Ahnung, diese, was wir zum Beispiel noch nicht gemacht haben, ist Missionare bauen, aber auch zum Beispiel hier dieses für die Dämonen, dass man das schon bauen kann, das konnte man quasi nicht erahnen. Also man konnte es erst später, was ich ein bisschen schade fand, dass man da so, ja, irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wurde. Zum Beispiel, ich wusste auch nicht, woher man diese Wollknolle bekommen kann. Ne? Ich meine, das Logische ist für mich, du hast Baumwolle. Oh, da sind wir verstorben. Okay. Also du hast auf der einen Seite eben diese ganzen Sachen, die du herstellen kannst. Und Baumwolle ist hier noch immer wertlos. Du hast tausende Baumwolle, du hast aber auch tausende andere Sachen. Und ich finde das ein bisschen weird, ne? Kümmern die sich um den? Hoffen wir mal. Kann ich dich als Totengräber nehmen? Auch mal gucken. Nee. Warte mal. Bestatter, doch, es gibt Bestatter. Dann nehmen wir ihm. Hey. Komm mal her. Warte mal. Ich will mal sehen, wie die das machen. So. Du bist ein Bestatter. Kannst du auch werden, komm. So. Also es. Fehlt so ein bisschen an Stringenz, finde ich. Und das fand ich ein bisschen schade. Das führte für mich aber auch ein bisschen dazu, dass es mich teilweise übelst geärgert hat, das Spiel. Wirklich übelst. Es war an einigen Stellen auch übelst herausfordernd, an einigen Stellen halt gar nicht. Da fehlte mir so ein bisschen so die Balance halt, ne? Wie gesagt, was ich toll fand, war hier, dass die Leute alles eigenständig machen können. Das Pathfinding war grandios, das Artwork ist toll. Das muss man halt einfach sagen, das ist wirklich was ganz, ganz Schönes. Guck mal. Ja. Aha. Jetzt kannst du den mitnehmen oder was? Und dann bestatten. Nein, geh mal weg, bitte. Danke. Ich begrabe den. Zack.
Das ist halt auch toll. Du kannst halt deinen Kult so wählen, wie du möchtest. Also das ist super toll gemacht. Ne? Also kannst du dir zusammenschachteln, so wie du spielen willst. Ach, guck mal. Er ist schon müde. Komm, siehst du mal. Er ist schon alt geworden. Ist halt auch so eine Sache, ne? Ich finde, der Einfluss, den du hier über quasi... Oh, Moment. Vokalor kann pennen gehen. Ich finde, der Einfluss der Leute hier in dieser Basis hier ist übelst überschaubar, bis auf die drei Dämonen, die du mitnehmen kannst. Das ist für mich verschwendetes Potenzial, weil grundsätzlich könnte ich die ganze Zeit sagen, ist mir egal, ich renne durch. Ich baue 2, 3 Hütten oder 4, 5 Hütten, ich mache ein bisschen was zu essen, das war's. Einfach nur, damit ich diese Tore öffnen kann. Und das war für mich ein bisschen, also wirklich ein bisschen verlorenes Potenzial, ehrlich gesagt. Also hätte man mehr daraus machen können, ne? Ich finde die Tech Trees übelst. Ich finde das hier so okay. Wir können ja mal eins bauen, einfach mal zum Spaß jetzt. Ich hatte keine Lust auf noch mehr Micromanagement, ne? Das ist halt so der Punkt, weswegen ich mich dann auch gescheut habe, mehr zu bauen. Wo kommt denn... Kommt das... Sünde. Unter Sünde. So. Bauen wir mal das Ding hin. Zack. Gucken wir mal, was draus wird. Am nächsten Tag. Also, es war super viel Micromanagement irgendwann. Also, es ist ja schön, dass sie vieles selbst herstellen können. Aber so ein ganz kleines Beispiel, was mich super geärgert hat, war die Tatsache, dass du hier in dem Spiel... Spinne, Alter. Dass du hier zum Beispiel, um die Leute hochzuleveln, mit denen persönlich reden musst. Und das finde ich so nervig. Ich habe erstens keine Lust, hinterher zu rennen. Zweitens, du musst halt im richtigen Winkel stehen und so weiter. Das macht halt gar keinen Spaß. Und in der Predigt leveln die halt nicht genug. Ich kann immer wieder Rituale machen ohne Ende. Aber ne, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen ernüchternd. Das hat mich ein bisschen gestört. Die Felder waren super. Samen findest du viel zu wenig. Ist ein bisschen herausfordernder dementsprechend. Ne, also das ist so eine Mischung aus... sehr schwierig. Moment, ihr seht ja hier, wir können noch nicht mal viel zu essen machen. Na, ich lasse die mal was machen. Ja, diese Missionen gehen mir auf den Keks. Achso, da. Hast du doch ein Bett, Alter. Also dass sie hier bauen gehen und so. Ich fand auch die Zuweisung relativ weird. Man hätte diese Zuweisung komplett rauslassen können. Jeder macht das, was er am besten gerade kann. So hätte ich es gemacht. Oh nein. Oh ja, komm. Leg dich bitte pennen. Jetzt geht hier die Krankheit um. Das mit der Krankheit finde ich gut. Ist aber, wie ihr merkt, zum Beispiel hier übelst herausfordernd, die richtigen Leute zu treffen. Oh, der levelt auf. Schön. Und die auch richtig zu treffen. Also, man muss den halt übelst hinterherrennen. So viele Krankheiten auf einmal sind auch so eine Sache für sich. Zack. Und schon haben wir wieder 7 Dünger. Hier wird Essen gemacht. Oh, ist fertig. Schön. So, jetzt kann man hier 1 Milliarde Bier machen. Ne, man kann hier Fruchtelixier und Traubennektar machen oder halt kurze. Anhängerloyalität erhöht. Duselig wird. Schöner Begriff dafür. Pino, komm mal her. Du kannst noch mal in der Schenke arbeiten. Und so, das soll mal beten. So, auch hier, ne? Also kann man auch mal machen lassen. Komm, mach mal fertig. Lassen die mal ein bisschen Bier machen. Das mit der Sünde, dass sie sich auch vermehren können. Okay, cool. Kann man machen. Ist eine nette Idee. Ja, wünschte ich mir auch ein bisschen mehr, ne? Muss ich halt zugeben. Aber wie gesagt, die können jetzt alle saufen gehen. Passt schon. Mal gucken, ob jemand vorbeikommt. Ja, der Erste kommt vorbei. Mal gucken, was passiert, wenn die überhaupt getrunken haben. Oh Gott, mit Gold.
Das läuft mit Gold. Warte mal. Mal gucken, wie schnell die jetzt sind. Ich will keine Beschwerden haben. Na gut, ich meine auch das hier, dass man das nicht irgendwie separat sammelt, sondern dass man hingehen muss und genau das halten muss. Also, ja, danke. I don't need it. Ja. Grockbrühe. Ah, du musst das so... Das ist halt auch so. Warum muss ich das denen jetzt einzeln in die Hand drücken? Oh, I do not understand, Alter. Was rennst du hier rum? Du bist krank. Zwei Leute können wir heilen. Aber wie gesagt, so ein paar Sachen, da würde ich mir persönlich wünschen, dass es ein bisschen besser optimiert ist, weil ich meine, es wäre sonst super viel zu tun. Und das ist das Problem. Es ist plötzlich Arbeit. Und I don't like Arbeit. Ich möchte nicht ein Spiel als Arbeit empfinden. Wisst ihr, was ich meine? Gönnt euch einfach. Na, also das ist so für mich der Punkt. Ich... Oh, warte mal. Jetzt mal hier die Leute glocken. Oh ja, die gehen direkt mal saufen. So, man muss halt echt läuten lassen, ey. Dass man das nicht auch hier zum Beispiel einfach sammeln kann. Also, ne, das ist super unnötig. Warum muss ich das noch extra machen? Ne? Also... Und dann muss ich das noch da einordnen. Das ist so... Oh, Micromanagement kann man auch anders machen. Oha, denen geht's gut, Alter. So. Ne, also das möchte ich nur sagen, dieses Micromanagement, auch hier, ich muss an jede Hütte gehen. Gut, man kann die sammeln lassen, ne, da gibt's ja dieses... Kann ich das gerade bauen? Ja. Warte mal, ich baue das mal hier hin. Hier haben wir ja genügend von denen. Mal gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich bin im Grunde genommen kein großer Fan von Micromanagement. Also von im Late-Game noch übelsten Micromanagement rausknüppeln. Oh, weiß ich nicht, Digga. Was haben wir denn hier? Mach dir mal, ein bisschen Wein, Alter. Volle Warteschlange. Das ist auch ein bisschen schade. Aber die ist... Amber, ich liebe sie. Okay, ciao, Bruder. Mach dein Zeug. Ich bin mal gespannt, ob das sammelt. Ich meine hier, so, ne, ich muss hier stehen und A halten. So, warum? Warum kürzt man das nicht einfach ab? Ich brauche das doch gar nicht. Ja. Was ich zum Beispiel gut finden würde, ist, dass man das in der Mitte regelmäßig halt rausnehmen muss, ne? Aber dafür alles, was es gibt, zusammengetragen wird hier. Also alles, was wir an dem Zeug herstellen. Na, die Guten sterben jung, ne? Das ist, ja. Ist uns nicht geglückt, ist jetzt aber so. Haben die Leute nicht so mitbekommen. Ne, weil natürlich, jetzt sammeln die, zack. Sprich mit Wallefahren, nein. Und jetzt kann ich mich natürlich hier wieder aufladen. So, okay. Das funktioniert zumindest. Ach, guck mal hier, das meine ich. Jetzt muss ich hier stehen und A halten. Nicht schön, gefällt mir nicht. Also. Moment, ganz kurz. Also von daher so Grunde genommen gutes Spiel, aber ich finde am Ende zu viel Management. Weswegen ich dieses Dorf dann auch nicht mehr so wirklich... Ich habe am Ende nicht mehr drum gekehrt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einfach gesagt, komm, ist mir egal, brauche ich nicht mehr. Und hier jetzt auch, das ist für mich auch übelstes Micromanagement. Ich muss die ganze Zeit die Leute ranrufen. Warum kann ich nicht eine ewig lange, ja, was soll ich sagen, so eine lange Warteschlange machen? Ich meine, ich verstehe es, dass man das irgendwie hier auch mal ein bisschen verkürzen will. So nach dem Motto, du musst da jetzt nochmal hingehen. Okay, kein Problem. Aber so grundsätzlich, oh, ich finde es schwierig. Mich nervt es. Aber, naja, egal. Es war ein gutes Spiel. Ich will es nicht verteufeln. Ich habe nur viel zu meckern, weil ich am Ende doch sehr genervt war.
gerade wegen dieser Baumwolle. Ich hätte so gerne ein bisschen mehr gemacht. Einige Level waren übelst schwer. Wir haben gemerkt zum Beispiel hier, der Kampf gegen diese dummen Viecher, gegen diese vier Götter, war einfach tausendmal schwerer als der Endkampf. Das ist für mich nicht austariert. Und das finde ich halt schade. Von daher, naja. Aber overall ein gutes Spiel, ne? Also wenn ihr Bock auf solche Spiele habt und sowas gerne macht, dann immer rein damit. Aber mich hat das halt wirklich bis zu Ende ein bisschen gestört, dass man hier so wenig, ja, so viel Micromanagement hatte, so wenig Rest. Und irgendwie waren die Level doch sehr gleich. Die haben Spaß gemacht. Wie gesagt, Moonlighter war genauso ähnlich. Man hatte dann diese Shops, wo man dann halt ein bisschen Übersicht hatte, ne? Also das war das Schöne. Moonlighter hatte eine gewisse Übersicht. Ich fand, Cult of the Lamb hatte das eben nicht mehr irgendwann. Und das hat mich genervt. Und auch immer diese kleinen Quadrate, ne? Ich muss halt von diesen Dingern da oben, ne, muss ich gefühlt 20 machen, damit er alles zusammensammelt. So, warum? Warum muss ich das 20 Mal machen? Warum muss ich hier bei den Parzellen so extrem blöd arbeiten? Also das ist so etwas, was mich ein bisschen stört, weil hätte ja besser sein können. Hätte man besser lösen können. Aber ich fand das halt nervig. Und so musste man auf einmal alles Mögliche machen. Und ja, wie gesagt, sowas hier zum Beispiel. Solche Sammeldinger. Okay, keine Ahnung, du baust hier 20 Sammeldinger hin und die tragen die Ware dorthin. Ey, das war auch cool. Ist aber so nicht. Klammer zu, egal. Ich würde einfach sagen, das Let's Play war, hat mir, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich würde aber sagen, wir sehen uns bei einem neuen Let's Play. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.